Barney ja, dauert. Ja, Poco war auf dem Platz. Okay, der Platz ist hier noch der Gag am Schluss, Opa Zauber. Nochmal. Wasser. Wasser muss ich mitnehmen. Ja. Da ist doch Wasser genug da. Nein, mir genau, du glaubst den Barney-Abholplatz da. Doch. Ja. Paarennekehr, aber wenn der Barney bei Paarennen in Urlaub. Fahren in Urlaub? Mhm. Ohne Robina? Robina fahren mit in Urlaub. Schränke sind viel zu klein, für viele Töpfe hier. Meine Güte, hey. Ja. Wir nehmen drei Töpfe mit, wir müssen 20 mitnehmen. So. Knapp noch, aber. Alle kann dich mal mit Schmierlapp. Ja, die zwei brauche ich noch. Ja. Muss richtig zumachen, ne? Nee, du, die, warte mal, du die Kiste dazwischen, dann. Ja. Hält sie doch nicht so raus. Ja. Hast du den dazu noch? Ja, ja, kriege ich noch zu. Aha. Das ist dein Trick, ne? Ja. Wir sind Sinti, deutsche Zigeuner. Unsere Vorfahren haben sich vor etwa 1000 Jahren aus dem indischen Raum auf den Weg nach Europa gemacht. In Westeuropa, überwiegend in Deutschland, den Benelux-Ländern und Frankreich, haben wir uns angesiedelt und dabei im Laufe der Jahrhunderte unsere eigene Sprache und Kultur entwickelt. Sie ist so zutraulich und sie mitzieht das, ne? Ne, Mietzi? Wir waren schon immer sesshaft und an unsere Heimatorte gebunden, lebten aber meist zurückgezogen, innerhalb unserer Gemeinschaft. Unsere Wagen, die auch unsere Häuser waren, nutzten wir, um unsere meist selbstständigen Berufe auszuüben. Damit gingen wir auf die Reise und wurden wohl deshalb von den Gatsche, den Nicht-Zigeunern, immer nur als fahrendes Volk wahrgenommen. Ja, jetzt vor allem die Sommerferien, da sind die Leute alle wieder aus ganzem Band, ja. Mhm. Da sind alle versammelt, die Kamala, da Plätze, da zum Beispiel Waldfahren ist ja sowas ähnliches, ne, aber eigentlich zum Beispiel Reisen, ganz bestimmte Plätze, ja. Da sind alle mit Wohnwagen und ich bin Markus Reinhardt, bin in Köln geboren und meine Familie, die ist in Elsass geboren, mein Opa, meine Oma und lebe in Köln, bin Zigeuner und bin Kölner und Musiker. Mein Opa ist komischerweise nach Köln gegangen. Die waren hier in Köln am Schwarz-Weiß-Platz und die haben da auf diesem Platz gewohnt und gelebt in Zigeunerwagen und in Baracken und Zigeunerwagen. Dann kam natürlich das Dritte Reich
Und dann ist mein Opa von Köln aus mit seiner Familie nach Auschwitz deportiert worden. Meine Oma, mein Opa, die hatten 12 Kinder. Die Hälfte dieser Kinder sind in den KZs erschlagen und vergast worden. Dann hat meine Opa aber gesagt, egal was passiert, egal was ist, wer hier lebend rauskommt, der trifft sich in Köln, wir treffen uns dann in Köln wieder. Es war so, die Hälfte dieser Familie hat überlebt und die sind dann zu Fuß von diesen Lagern nach Köln gegangen. Und die kamen in Köln an und die Wagen, die haben in so Zigeunerwagen gelebt, in Zirkuswagen, und die Wagen waren weg. So, die haben sich die Nazis geholt oder so. Und ich habe seit Jahren das Bedürfnis, so einen Wagen wieder zurück zu organisieren, damit wir wieder etwas Stolz und Würde kriegen, den aber nicht für uns behalten, sondern wieder in diese Gesellschaft eingeben. Das heißt, wir machen Konzerte, wir gehen in Schulen, wir wollen Schulaufgaben mit den Kindern machen, wir machen Lesungen. Und dieser Wagen soll immer wieder woanders stehen. Natürlich wird er einen festen Platz in Köln haben und das soll eigentlich ein kleines Kulturzentrum werden. In den 1980er Jahren haben wir in Deutschland aufgrund des gesellschaftlichen Drucks unsere Wohnwagen gegen Häuser getauscht. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurden wir unter der Sammelbezeichnung Sinti und Roma von der Bundesregierung offiziell als eine von vier ethnischen Minderheiten in Deutschland anerkannt. Bis heute ringen wir um gesellschaftliche Anerkennung und den Erhalt unserer kulturellen Identität. Und die nächste Idee kam dann mit diesen Wagen. Die Tour, die meine Familie gegangen ist, die will ich mit diesem Wagen machen. Wir haben auch, Gott sei Dank, 20 Zeitzeugen zurzeit. 20 Zeitzeugen. Alle, fast alle haben gesagt, wenn wir das gesundheitlich hinkriegen, wir wollen da sein, wir werden da sein, wenn er diese Tour eröffnet. Und die Zeitzeugen, die werden reden. Da ist der Fokus drauf und keine Politiker, sondern die sollen reden. Und das, was neu ist in dieser Sache, dass wir bestimmen. Wir machen diese Tour. Meistens ist es so, dass man immer für uns geredet hat. Immer gesagt hat, was für uns gut ist. Und da ist, das ist jetzt ganz anders. Wir sagen, wir wollen diese Tour machen. Wir sagen, so machen wir das. Wir nehmen die Zeitzeugen mit. Wir gehen in den Schulen. Und das hat eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Ebene, als wenn ein Fremder dir sagt, im Prinzip, was für dich gut ist. Diese Reise, die wir da machen, und das ist auch, das ist uns ganz wichtig, es soll keine Reise der Anklage, es soll eine Reise der Versöhnung sein. Weil wir sagen, das ist nicht nur unser Ding, das geht nicht nur uns Zigeuner an hier, es geht die ganze Gesellschaft an. Das ist auch eine Sache dieser Gesellschaft. Und wir gehören zu dieser Gesellschaft seit 600 Jahren. Das wissen ja die wenigsten. Sinto, deutscher Zigeuner. Unsere Leute leben schon seit mehr als 600 Jahren in Deutschland. Wir sind das erste Mal erwähnt 1407 in Hildesheim durch diese Weihnachtsrechnung. Wir geben unsere Kultur, unsere Sittengebräuche an unsere Kinder weiter, mündlich.
die wird von den Kindern, von unseren Kindern, so wie wir es von unseren Eltern gelernt haben, auch gepflegt. So ist es auch mit unserer Sprache. Wir geben das nur mündlich weiter. Da ist nichts Schriftliches niedergelegt. Und unsere Kinder pflegen das und geben das an ihre Kinder wieder weiter. Und so hoffen wir, dass diese Sprache und diese Kultur, die schon ururalt ist, auch noch lange, lange erhalten bleibt. Auf in den Kampf, oh little, little door. Jeden Morgen ist immer ein Kampf, wo kriegst du was her? Es ist immer gut, dass ich meine Kunden habe, aber manchmal, ne? Wir haben ja nicht immer was. Ja. Manchmal verdienst du was, manchmal auch nicht so. Ist immer unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall 2008, was hast du da vorgemacht? Das habe ich jetzt nicht. Ja, da bin ich arbeiten gegangen. Also ich bin ja normalerweise Schreinerin von Beruf. Ne? Hab meine Lehre hinter mir, einen Gesellebrief. Und dann wollte ich ja in dem Beruf weiterbleiben. Aber dann wurde meine Mutter ja so krank. Und da ich die einzige Tochter meiner Mutter bin, konnte ich den Beruf nicht weiterführen, weil in der Schreinerei ist ja so, da gibt es keine Halbtagsschreinerei, gibt es nicht. Da gibt es nur Vollzeit, ja. Richtig. Ja, und deswegen konnte ich das nicht mehr machen und dann bin ich dann Schrotthändlerin geworden. Und habe mich selbstständig gemacht dann. Ne? Da kann ich mich ja dann aber du machst die Zeit einteilen. Nebenbei. Letztlich habe ich gehört, du warst im Garten. Ja, richtig. Oder? Das mache ich genau auch. Gartenarbeit. Bin jetzt dran. Dann tue ich halt das und das irgendwie so kombinieren. Ne? Also meine Kunden als Schrotthändlerin, die bleiben. Und Gartenarbeit halt zusätzlich, weil ich ja noch von der AGE, die unterstützt mich ja noch. Bin ja auch froh dafür. Und wenn das jetzt im Gartenbereich läuft, dann ich möchte ja von der AGE weg, dann mache ich das zusätzlich, sodass ich dann von der AGE ganz weg bin, weißt du? Der Ort Saint-Moin an der Seine liegt ca. 80 Kilometer südlich von Paris. Hier verbrachte der Gitarrist Django Reinhardt seine letzten Lebensjahre. Als Angehöriger der Manouche, der französischen Sinti, erschuf er einen neuen, ganz eigenen Musikstil, in dem er Elemente traditioneller, volkstümlicher Musik der Sinti mit französischen Musette-Walzern und amerikanischem Swing verband. Der Gypsy Jazz war geboren. Der erste eigenständige Musikstil des europäischen Jazz, der bis heute Generationen von Musikern beeinflusst hat. Seit über 40 Jahren findet hier ein nach ihm benanntes Musikfestival statt. Zu den Konzerten, seinem ehemaligen Wohnhaus und seinem Grab pilgern jedes Jahr Hunderte von Menschen aus der ganzen Welt. Hier treffen sich Sinti und Nicht-Sinti gleichermaßen. Hallo, ich bin Titi Bamberger, bin Musiker. Und stehen hier in Samba auf dem Festival von Django Reinhardt. Und hier treffen wir uns jedes Jahr. Hier trifft man alle Freunde wieder aus der ganzen Welt und das ist so schön. Und wird überall gespielt. Und wir haben so viel Freude, wenn wir uns wieder alle treffen. Und das ist einmal im Jahr. Ja, und dann wird gespielt bis morgens, bis die Vögel pfeifen. Mein Opa war ein guter, großer Geiger und er hatte uns dann die ganzen Töne beigebracht und wie man spielt und wie zum Beispiel Charters von Monty geht und dann wurde auch mal mit dem Bogen mal auf die Finger gekloppt. Ja? Hörst du nicht, du musst zuhören. Ja? Naja, und bis wir es dann konnten. Ne? Ja, und dann fingen dann später
die Konzerte an. Jeder oder viele haben mich dann genommen. Ja, du kannst ja mitspielen, komm mal mit, wir haben ein Konzert und hast du eine Gitarre? Nein, eigentlich nicht. Ja, dann geben wir dir eine. Ja, weil ich hatte so eine kleine Wandergitarre gehabt. So, naja, und dann hat man mir mal die. Ich habe dann damals gespielt auf ein erste Favino. Ja, und das, die Gitarre war so toll, aber da war die Zeit, man konnte sich ja gar keine Gitarre kaufen, weil die waren ja so teuer und wie kommt man auch da dran, ne? Und dann hat mein Opa dann eine Du Mauro gekauft damals in Saarbrücken, in den Altrödler. Ja, eine Gitarre und 10 Gitarristen. Bis man dran kam, war man müde. In den Niederlanden gibt es noch einige Wohnwagensiedlungen und die dort ansässigen Sinti kämpfen für deren Erhalt. Und warum will euch die Gemeinde in Häuser stecken, weißt du das? Sie will uns zivilisiert machen, denke ich mal. Ja, sowas denke ich schon mal. Sie wollen auch keinen Wagen mehr bauen und so. Wollen die nicht mehr. Normal machen die, wenn meine Tochter jetzt heiratet, dann machen sie wieder einen Wagen dabei. Das wollen die nicht mehr. Machen sie nicht mehr, oder? Sie wollen, ja. Genehmigen die nicht mehr? Nee. Wir sind hier schon jetzt, ich denke mal, 5 Jahre mit der Gemeinde, dass die neue Plätze bauen für unsere Kinder auch. Die wollen auch nicht in Häuser, die wollen auch in Wagen wohnen. Aber machen sie nicht. Und das nicht nur hier, das überall in Holland. Ja, wir sind das gewöhnt, von Kinds ab bis jetzt. So. Und was machen die Kinder dann? Ziehen die dann in Häuser, oder? Ja, wenn es nicht anders geht, ja, dann die müssen ja irgendwo bleiben. Ja. Das ist genau dasselbe wie andere Leute, die wollen in Häuser, dann bauen sie doch auch Häuser. Warum für uns nicht? Also die eigene Kultur ist eigentlich das Wichtigste. Für uns ja. Ich glaube, guck hier mal, ein Feuer machen, feiern. Wenn du an einem Haus bist, dann kannst du das nicht so machen. Das geht nicht. Ja, das sind ganz andere Wetten. Hier leben wir frei, wie wir schon immer gelebt haben. Und so wollen wir auch bleiben. Ich bin Aviena, bin 16 Jahre alt, komme aus Düsseldorf. Ich wohne seit 5 Jahren hier auf dem Platz. 16, was machst du? Gehst du noch zur Schule? Nee, ich mache eine Ausbildung als Friseurin. Seit August. In Düsseldorf? Ja. Und gefällt dir, oder? Ja, ich wollte das halt schon immer machen. Und bis jetzt ist alles gut. Bis jetzt gefällt es mir noch. Ich habe meinen Hauptschulabschluss gemacht, sehr guten. Von da aus habe ich die Ausbildung angefangen. Und bin zufrieden. Ist eigentlich dein Traumberuf dann? Ja, oder? Eigentlich schon. Super. Wohne zurzeit im Wohnwagen. Weil das Haus zu klein ist für euch? Genau. Alle. Wohnst du gerne im Wagen, oder? Ja. Also, wenn es nach mir gehen würde, ich würde hier leben. Bist du das denn, du bist das gar nicht gewohnt, von klein auf im Wagen zu wohnen, oder? Du hast doch gesagt, du hast vorher... Ich war früher nicht so oft auf Reise. Zwar meiner Oma, mein Opa halt, aber mit meinen Eltern eigentlich nie so. Aber jetzt gewöhne ich mich langsam dran. Was gefällt dir daran? Du kannst hier alles machen. Du kannst kochen, du hast einen Kühlschrank. Alles, was du im Haus auch hast, aber für dich alleine. Wie so eine kleine eigene Wohnung. Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber es ist erstaunlich, dass
obwohl du das ja jetzt nicht von Kind auf gewohnt bist, trotzdem gerne im Wagen wohnst. Ja. Ne? Ich weiß, das zieht mich einfach an. Und dein Freundeskreis, sind das hauptsächlich Sinti oder sind das nicht Sinti? Unterschiedlich. Die meisten halt Sintis, aber wie gesagt auch Türken, Russen, Marokkaner, Serben. Auch ein paar Deutsche? Deutsche sind auch dabei. Ja. Besuchen mich halt auch oft. Waren auch schon oft hier. Naja, das wissen alle deine Freunde. Das wissen alle. Ja. Ja. Hat keiner ein Problem mit. Nee. Ist denn generell, gibt's, oder vielleicht auch eher in der Schulzeit, hast du da mal mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt? Noch nie. Noch nie? Nein, noch nie. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Wenn ich von anderen höre, wie sie so verurteilt wurden für ihre Generation, also für ihre Kultur, bin ich echt dankbar, dass ich das nie hatte. Während nicht im Kindergarten, nicht in der Schulzeit und auch nicht in der Ausbildung. Ja. Na toll. Und dafür bin ich echt dankbar. Weil du kennst auch andere Beispiele. Ja, oder? Ich kenne halt auch andere Beispiele. Zum Beispiel jetzt, wenn ich von meinem Opa höre oder von meiner Oma, meine Mutter noch. Dann bin ich echt dankbar, dass sich das alles so geregelt hat, dass ich und meine Geschwister das nicht hatten. Du kannst überall sagen, ich bin Sintessa oder ja. Sintessa und ich... Klar, wenn man das sagt, muss man erstmal erklären, was das ist. Da meistens sage ich eine Zigeuner, dann lassen die mich in Ruhe. Aber sonst... Mein Name ist Schwalma, obwohl ich Manuela Mettbach heiße in die deutschen Papiere. Die haben nicht unseren Zigeunernamen angenommen, weil wir in die Schule Deutsch heißen mussten. Also wie Fritz, Hans, weiß nicht, Josef und weiß ich nicht, Monika, eben nur Deutsch. Da mussten wir alle Kinder immer zwei Namen haben. Einer für uns zu Hause und einer für die Schule. Und natürlich für alles, ne? Für die Pässe und alles. Alles einfach Deutsch. Und dann, jetzt kannst du ja was von mir aus Gabel heißen. Dann schreiben die Gabel rein in die Geburtsurkunde. Ist doch so. Und früher musstest du, ob du wolltest, immer von dem Stammbuch mussten wir raussuchen. Also meine Eltern, ne? Jetzt heißen meine Kinder haben auch noch zwei Namen. Alle. Meine Enkelkinder aber schon nicht mehr. Die haben alle Einnahmen, fast alle Einnahmen, weil eben jetzt angenommen wird, so wie sie heißen, wie sie auch bei uns heißen. Ne? Neben dem wohl bekanntesten Ort für Zigeunerwallfahrten, Saint-Marie-de-la-Mer im Süden Frankreichs, ist Roermond einer von mehreren Wallfahrtsorten, zu denen Sinti jedes Jahr pilgern. Bist du jedes Jahr hier? Kommst du ja, raus? Ja, jedes Jahr bin ich hier. Und jetzt ist ja auch schön, geht schön zu, haben wir uns amüsiert. Heute gehen wir wieder in die Kirche. Wallfahrt wieder um 8 Uhr oder ne, um 6 Uhr, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau. Aber Kirche ja. Ist wichtig, ne? Oder? Ja, da gehen wir hin, da sind wir hierher gekommen auch, ne? Wir gehen erst in die Kirche. Und das sind so, da geht es im Park nochmal, durch den Park, da sind alles so Stationen, ne? Und dann, wenn wir wiederkommen, dann achtet, dann haben wir wieder einen drauf. Mal gucken, wie die Lage ist. Ich bin vor Wallfahrt hier. Und das besteht schon 18-30 Jahre. Ich als kleiner Junge bin immer schon gekommen. Mit meinem Vater und meiner Mutter. Und jetzt bin ich mit meiner Kinder da und meiner Frau. Herzlich willkommen, ihr alle. Herzlich willkommen, Menschen aus Deutschland, Menschen aus Frankreich. Und natürlich uns Sinti hier in Nederland.
En dat hij ook in die, met die stem uit het vuur tegen ons zegt, u bent mijn kinderen, u bent mijn geliefde mensen. Ik leid u naar de goede weg. Ik leid u naar het leven. Aber die Tendenz geht immer mehr dahin, dass sich niemand um den anderen schert, kümmert. Ja? Hauptsache dieser Egoismus ist halt, bei uns Sinti ist es so, da achtet einer auf den anderen. Und wenn dem einen irgendwas fehlt, dann gibt der andere, der es hat, ohne lange zu fragen oder... Dann gibt man einfach. Oder wenn der irgendwas arbeitet, dann geht man da hin und hilft dem. Unsere Alten bleiben bei uns. Die tun wir nicht ins Altesheim. Die bleiben bis zum Schluss in der Familie. Und oftmals, wir erleben das ja ganz oft, weil wir halt viel unterwegs sind, dass die Leute, sobald sie ältere Leute, ich sag mal, sobald sie nicht mehr Nütze sind, dann werden die abgeschoben. Bei uns ist das nun mal nicht so. Ne? Die bleiben in der Familie bis zum Schluss. Wie gesagt, das ist kein Zigeuner-Ding. Diese Werte sollen auch für diese ganze Gesellschaft gelten. Die sind ja auch in dieser Gesellschaft verloren gegangen. Und wir entschleunigen eher. Wir hängen immer ein bisschen... Was ich eigentlich gut finde, weil da sind bestimmte Werte auch noch da in den Familien. Die Familie ist wichtig, einer muss auf den anderen Acht geben. Wenn es dem nicht gut geht, es mir auch nicht gut. Man muss dazu sagen, wir haben ja keine Schriftsprache. Alles, was wir wissen und haben, wird mündlich überliefert. Die Alten sind unsere Bücher. Deshalb sind die Alten so wichtig. Das spielt keine Rolle, ob die jetzt arbeiten oder was einbringen da. Nein, allein, dass sie da sind und erzählen können, Geschichten. Das sind unsere Geschichten, die wir alle in uns tragen und haben. Und das war an diesem Dritten Reich mit das Schlimmste, dass man unsere Bücher, unsere Informationen vernichtet hat. Das war für uns, für meine Generation, gab es einen gewissen Bruch, weil diese Informationen sind weg. Wir haben ja auch kein Wort für Altesheime. Wir haben ja auch kein Wort für Krieg. Was eigentlich richtig gut ist. Aber das ist eigentlich ganz normal, weil wir hatten ja nie einen Grund, um Land zu verteidigen. Wir hatten ja kein Land. Deshalb haben wir auch nie das Wort für Krieg. Wir brauchten dieses Wort gar nicht. Wir haben uns ja immer zurückgezogen. Wir waren ja immer... Für uns letztens, in den Familien. Wir wollten zusammen leben. Wir wollten eigentlich ein schönes Leben haben. Wir wollten, dass wir unter uns bleiben. Dass wir unsere Kultur leben, unsere Werte, die unsere Menschen schätzen. Das wollten die Alten. Und bei uns, junge Leute, wir sind da schon... Uns bleibt ja nichts anderes übrig, als uns zu uns zu öffnen. Weil... Das ist auch wichtig, weil man kann sich nicht immer verschließen und erwarten, dass die Gesellschaft dann etwas weiß von dir. In dem, wo die Gesellschaft von dir wenig weiß oder gar nichts, hat sie Angst, kriegt Panik. Deshalb machen wir Veranstaltungen mit dem Wagen. Da kommen die Leute und die gehen, das versuche ich auch bei meinen Konzerten zu machen, die kommen erstmal mit einer Haltung. Zigeunermusik, Schardas, Busta, Paprika.
So. Und dann sollen sie gehen und gehen und sagen, das hätten wir gar nicht erwartet, dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt. Und letzten Endes sind sie genauso wie wir. Auch mit ihren Ängsten. Die haben ja auch Angst. So. Und dann ist man ein Stück weiter, dann hat man eine Ebene, wo man sich auch begegnen kann. Und das ist eigentlich für mich der viel richtige Weg. So, als sich zurückzuhalten und gar nicht, sich gar nichts mitzuteilen. Und dann wird diese Brücke das wird's nicht geben. Und das ist viel zu schade. Weil wir sind eben in dieser Gesellschaft. Und wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Schon immer gewesen. Nur die Leute haben das ja gar nicht mitgekriegt. Die haben das ja gar nicht registriert, weil wir das auch nie öffentlich gemacht haben. Ja, aber wie kommt ihr denn ran? Zeig, Arm, du die längste, da muss ja. Ich darf immer nicht mehr gucken. Ich dickes Kind. Sieh mal rein. Ja! Da hab ich dir doch gesagt. Komme! Der Job ist nicht einfach und schwer, ne, zu tragen. So Kleinigkeiten da reinzuschmeißen ist ja nicht schlimm. Aber wenn es geht auf Waschmaschine. Alles nicht so einfach, ne? Sagte meine Mutter schon immer. Lauter gar einfach. Hast du Geld, bist du was. Hast du nix, bist du nix. Das waren meine Mutter ihre Worte. So ist es auch im Leben. Hast du Geld, bist du was. Hast du nichts, bist du nichts. So. Ja, du machst 1,27, das Portal, ey. Der Django, der hat uns sozusagen angesteckt mit dem Virus. Und obwohl wir, auch meine Vorfahren, die haben schon Musik gemacht um die Jahrhundertwende schon. Und die sind ja früher ständeln gegangen. Ne? Die mussten ja und wollten auch. Und durch die Musik hat man ja dann Geld verdient. Und die haben sich ja die sozusagen ernährt davon. Ne? Dann fing das an mit Django, mit Kassette, Schallplatte geschenkt bekommen. Ich habe eine Platte von Django Reinhardt und dann haben wir uns einen Plattenspieler besorgt, zusammengefummelt und haben wir Tag und Nacht Django Reinhardt gehört. Ne? So, und dann ging das los. Ja, und unsere Musik ist doch auch gut. Und als Person selber nicht. Das war schon ewig. Simo Django früher. Ja. Da hat sich frei gespielt, kann man sagen, durch deine Musik. Musik war gut, aber der Django selber, als Sinti. Bist du ja immer gut angesehen. Ja, ja. Und sobald jetzt das Konzert endet, ja, wollen sie von dir nichts mehr wissen. Ich habe schon mal gespielt, dass die Menschen heulen, die waren richtig am Heulen. Ne? Ja. Wie wir bei der Musik, ich bin ja Musiker, wir lernen Musik so wie Kinder reden lernen. So gehen wir an diese Musik ran. Es ist wie eine Sprache. Und so habe ich natürlich auch gelernt. Übers Hören, Gucken, so, und dann in der Familie, dann spielst du. Und die spielen virtuos und du willst auch virtuos spielen. Dann spielst du und das stimmt nichts.
Und dann hörst du, guckst und dann irgendwann stimmt das. Und du weißt aber nicht, was du da machst. So, und dann habe ich dann angefangen beim WDR da kam eine Komponistin, eine super Komponistin, die bei Mauro Zuskagel, der in der modernen Klassik ein Star ist. Ich kannte den gar nicht. Und Marie de Alverde, die war eine Schülerin von dem. Und der hatte damals Geburtstag gehabt. Und die hat mich irgendwo gehört und hat gesagt, komm, spiel du im WDR großen Sendesaal, spiel du für ihn zum Konzert. Dann, ich kannte keine Noten und nichts. So. Da hat sie einen Teppich ausgelegt und da hat sie so Zeichen drauf gemacht. Und da bin ich auf den Teppich gegangen und habe nach dem Zeichen gespielt. Und da kamen die und alle haben gemeint, wo hast du den her? Super und so. Und da haben die gemeint, der kann Noten. Nein, ich kannte eben keine. Und dann habe ich gesehen, dass ich irgendwann das auch machen muss. Und dann habe ich es dann gemacht. Und meine Eltern, die haben gemeutert. Die sagen, so kann man nicht Musik machen. Man muss nach hören, gucken, spielen. So. Und das war ein Kampf für mich. Und damals habe ich dann wirklich auch so gelernt, wie ein Klassischer gelernt. So. Und das von meinem Vater war das grauenvoll. Eine Frage von da hier bei der Wagensegeling, dass Gott uns dabei mag zijn, als we onderweg zijn, als wij op reis zijn. Als je vraagt wat voor rol de kerk speelt hè, in de Sinti- en Roma-gemeenschap, dan is dat een hele traditionele rol van vroeger heen. Ik denk dat Roma en Sinti nooit de kerk altijd... de kerk verandert heel veel, parochies veranderen, in Nederland ook en Duitsland ook denk ik. Maar ik denk dat, of ik weet dat de Sinti en Roma, vooral de Sinti, dat die heel trouw zijn aan hun eigen geloofsbeleving. Dus hun eigen geloofsuitingen. En dat zij zelf kerk zijn. We zien dat ook bij de Pinkstergemeente, die zijn zelfstandig kerk. Hebben zelf rachais. Maar ook de katholieken zie ik dat zij dus zelfstandig kerk willen zijn. Dus hun geloof willen beleven. En daar is Maria heel belangrijk in. Dus de verering van Maria. Maria is een heel belangrijke, zeg maar, heilige, moeder van God. Is voor hen heel erg belangrijk. So Bibelstunden hier geführt, ja. Da gehst du dann auch hin, ne? Ja, in die Jugendstunde, Bibelstunde. Jugendstunde habe ich auch noch nie miterlebt. Was macht ihr da? Da kommen halt viele Jugendliche zusammen, lesen die Bibel, beten, unterhalten sich über die Bibel. Ach, das ist immer religiös? Ja. Auch? Gibt es halt auch mal Tage, wo die einfach nur weggehen, jetzt was essen gehen oder den Armen helfen, also diese Schlafsäcke austeilen oder so. Ah, okay. Mhm. Und mit wem macht ihr das dann zusammen? Mit Ilona. Aber hat die Ilona einen Verein oder eine Organisation? Ich meine, wo kriegt ihr die Schlafsäcke her? Die kaufen. Hat man doch nicht so im Koffer. Ja, wir tun dann alles immer, also wir tun alle unser Geld zusammen. Und dann kaufen wir ein paar und geben die halt hin. Und wo geht ihr dann hin? In die Stadt oder am Hauptbahnhof. Oder auch mal ins Krankenhaus Traktate austeilen. Solche Sachen halt. Damit andere halt auch zum Glauben kommen. Also es ist immer so ein bisschen an den Glauben gekoppelt, ja. Ne, was ihr macht dann.
Und der Glaube ist dann auch das, was dich antreibt, sowas zu machen. Genau. Aber die Religion spielt dann praktisch schon eine wichtige Rolle im Leben. Ja. Weil das tut sie für viele Jugendliche ja überhaupt nicht mehr. Nee, also der katholischen Kirche habe ich noch nie was zu tun. Ich war auch noch, ich gehe auch in keine Kirche. Wenn, dann gehe ich mal in die Bibelstunde, Jugendstunde, aber Kirche gehe ich nicht, ob evangelisch oder katholisch. Dafür bin ich nicht. Du lebst deinen eigenen Glauben. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich hier meine Jugendstunde habe, meine Bibelstunde habe, wo meine Familie, meine Freunde sind, warum soll ich dann dahin gehen, wenn ich hier hingehen kann? Klar. Wo ich auch weiß, okay, hier lerne ich was. Hier verstehe ich die Leute und sie verstehen mich. Und jetzt einfach zu fremden Leuten hingehen, die man nicht kennt und nicht weiß, ob die auch die Wahrheit erzählen. Weil es gibt auch manche Kirchen, die halt, wie zum Beispiel die katholische Kirche, ist für mich, okay, die Glaube ist ihr Glaube, aber das stimmt nicht mit meinem Glaube überein, was die sagen. So. Da gibt es Sachen, wo du sagst, das ist Quatsch oder ja, oder? Wo ich mir verdenke, so. Aber ist das denn wichtig, dass die Sachen, die in der Kirche erzählt werden, alle wahr sind? Ja. Ich glaube halt daran und ich glaube halt auch, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und mein Gott lügt nicht. So. Ich habe kein Problem mit dem Wort Zigeuner. Ich bin Zigeuner, wird auch immer einer bleiben. Und wenn man, wie das ist ja jetzt, dieses politisch Korrekte, angeblich politisch Korrekte, darf man das ja nicht mehr sagen, Sinti und Roma. Aber hier hinten drin ist bei jedem der Zigeuner. Bei jedem. Da gibt es keinen, wenn man sagt Sinti oder Roma, hier hinten drin der Zigeuner. Wir sind nun mal Zigeuner. So, und das ist nicht erst seit der NS-Zeit. Wir waren vorher schon Zigeuner und werden auch immer Zigeuner bleiben. Deswegen habe ich auch kein Problem damit. Wenn mich jemand fragt, bist du für ein Landsmann? Ja, Landsmann bin ich Deutscher, aber ich bin Zigeuner. Da habe ich kein Problem mit. Eben, ich bin Kölner. Manche fragen, Herr Reiner, wo kommen Sie her? Ja, wo komme ich her? Ich komme aus Köln. Und ich bin in Deutschland geboren. Deshalb, wir haben ja ganz anderen Bezug zu Deutschland auch. Oder zu unserer Stadt. Oder die Leute, die jetzt, weiß ich, in Düsseldorf oder Dortmund oder so. Das sind Düsseldorf, das sind Dortmund. Die fühlen sich dann nah. Wenn Köln spielt und Köln verliert, also Fußballverein, dann sind unsere Jungs die weinen. Es ist einfach so, egal. Auf welchen Namen man das Kind tauft. Das Kind bleibt immer das Gleiche. Das ist so. Ob der jetzt Fritz, Leo oder Theodor heißt, das Kind bleibt das Gleiche. Und so ist es mit diesem politisch korrekten Sinti und Roma. Wir sind Zigeuner. Ganz einfach. So, und wir kämpfen ja darum, damit dieses Sinti und Roma getrennt wird, weil die Tendenz geht einfach dahin, so sehen wir das, dass es in baldiger Zukunft dieses Wort Sinti nicht mehr geben wird. Da ist dann der Oberbegriff Roma, da fallen wir dann auch mit drunter, aber wir sind keine Roma. Eigentlich sehr schade, dass wir da immer mit den anderen zusammengeschmissen werden. Egal wo man sind, ja Roma. Hallo, wir sind keine Roma. Ja, wie? Ihr seid doch Roma. Steht doch überall. Wer hat doch überall gesagt? Nee, wir sind Sinti. Ja, was ist das denn? Ja, da müssen die Leute ehrlich erklären, was das ist. Und dabei sind wir ja jetzt. Versuchen ja zur Schule zu gehen, die Jugendlichen aufzuklären. Auf der Ebene der europäischen Politik spricht man bereits heute nur noch von Roma. Meint damit aber alle Zigeunervölker Europas. Die verbale Vereinfachung suggeriert, es handle sich um ein Volk und spiegelt in gewisser Weise auch die undifferenzierte Herangehensweise der politischen Entscheider.
dass sich im Laufe der Jahrhunderte in den verschiedenen Regionen Europas eigene Sprachen und Kulturen entwickelt haben, wird weitestgehend ignoriert und als regionale Untergruppe der zahlenmäßig größten Gruppe der Roma abgetan. Es wird stark vereinfacht und wir bangen, dass ebenso einfache Lösungen die Folge sein könnten. Und dagegen wehre ich mich auch, dass Nichtzigeuner immer versuchen, uns gleich zu machen. Die sagen dann, ja, die Zigeuner sind überall gleich, das ist eine Familie, so bla bla. So, nein, wir sind eben nicht alle gleich auf dieser Welt. Wir sind so verschieden. Ich bin 91, bin ich losgefahren mit Mercedes und mit dem Wohnwagen. Da bin ich in Irland. Ich bin in ganz Europa gefahren in und dann bin ich losgefahren. Dann haben manche Leute gesagt, hör mal, hast du keine Angst, alleine loszufahren? Da habe ich gesagt, nee, ich habe keine Angst, weil da, wo Zigeuner sind, bin ich zu Hause. Und dann bin ich losgefahren und kam da an und ich war nicht zu Hause, weil wir so unterschiedlich sind. Das ist, und das war erstmal, da war ich auch noch frustriert. Ja, klar. Weil wenn du in Rumänien bist, die sind ganz anders, da fehlt vieles an Kultur, was du kennst. So, die Sprache in Ungarn, die haben ihre Sprache komplett verloren. Die meisten können kein Rumänisch mehr, weil sie unter die Königin Elisabeth angepasst wurden. Dann hat man gesagt, die haben ja in draußen gelebt, dann haben sie die geholt und haben denen Steinhäuser gegeben, also Häuser, und haben gesagt, wir passen sie an und die dürfen dann auch, aber auch nicht mehr ihre Sprache sprechen. So. Und dann werden das Ungarn. Dann haben wir kein Problem mehr. Und die haben auch kein Problem mehr. Dann gibt es eben keine Zigeuner mehr. Also diese Wertekultur. So. Und das hat aber zur Folge gehabt, das ist ja nicht aufgegangen. Die blieben nicht in diesen Häusern. Klar, die wollten ein anderes Leben. Nicht mehr reisen wie früher? Nee, wir sind ja verbunden mit der Schule, ja. Das geht ja nicht mehr. Auch in den Sommerferien. Ja. Früher, da gingen wir April weg und im September, ja, und das geht jetzt nicht mehr. Ich meine, wir müssen uns auch anpassen an die, und sie mit uns vielleicht auch mal. Jekte mehr als keine Panomogatte, wenn jetzt einer verstorben ist. Auf dem Platz darf niemand mehr drauf. Und das haben wir gewonnen, das geht jetzt wohl. Und das machen die nur, wenn, ja, immer kleiner machen die Wohnwagen, immer kleiner. Ja, so haben sie bei uns auch gemacht. Ist ja nichts mehr überbleibt. Ja, Deutschland ist das genauso passiert. Aber wir sind noch froh, dass wir die alte Wohnwagen haben. Wenn es so bleibt, haben wir doch vielleicht was erreicht. Mit Vorurteilen ist es so, wenn dich die Nachbarschaft oder die Leute persönlich kennen, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn man fremd ist, dann der Zigeuner, der hat laut nun mal die Kinder, und hängt die Wäsche ab, die Zigeuner kommen, ja? Obwohl wir haben genug selber, selbst genug Wäsche und Kinder haben wir auch reichlich. ja, ist so, ne? Aber diese Vorurteile, natürlich, die sind nach wie vor da. Und ich denke mal, dass die jetzt
auch etwas wieder schlimmer werden durch diese rechten Parteien, die es gibt. Ja, da haben wir fast jeden Tag mit zu kämpfen. Nur wie gesagt, Leute, die uns dann persönlich kennen, wie bei mir in der Nachbarschaft, wo ich zu Hause bin, ja, die wissen alle, dass ich Zigeuner bin. Ich habe mit niemandem Probleme. Man grüßt sich, man hält ein Schwätzchen, wie andere auch. Ja? Und das ist alles okay. Nur wenn man fremd irgendwo hinkommt und ja, ist der Zigeuner, Vorsicht, Vorsicht geboten. Und wenn irgendwas passiert und man ist in der Nähe als Zigeuner, dann war es halt der Zigeuner, ne? Obwohl der gar nichts damit zu tun hat. Aber der Verdacht fällt erstmal auf den Zigeuner. Dass wir das zusammen erkennen, wie wichtig das ist, wie bunt diese Kultur auch ist. Und das hat ja nicht nur mit Zigeunern zu tun, das hat ja generell mit Leuten, die ein anderes Leben, nicht in diese Norm passen, nicht in dieses System passen. Das würde ich mir gerne, und das macht uns Zigeuner letzten Endes aus. Das selbst zu bestimmen, selber in der Hand nehmen, selber diese Sachen zu formen, dieses Leben zusammen, diese Familie, das ist denen wichtig. Alles andere spielt keine Rolle, weil letzten Endes bleibt von diesem Leben nichts übrig. Ja, da kommt man in Schwitzen, ne? Mein Lieber, jetzt siehst du mal, ne? Warum ich die Muskeln habe. Was hattest du denn früher, als du jung warst, mal für einen Berufswunsch, wenn ich fragen darf? Elektrikerin, ne? Und dann hat mir da auch ein, wie heißt das? Praktikum gemacht, ne? Und da musst du ja gut rechnen können. Und da ich da drin nicht so gut bin, hab ich das gelassen. Dann wollte ich Kfz-Mechanikerin werden. Der ganze Öl und der ganze Dreck und obwohl, ne, damit kannst du nicht gut helfen. Dann habe ich das auch nicht gemacht. Vom Elektriker bis zum Schrotthändler ist alles Männerberufe. Ne, da ist ja selten eine Frau drin. Heute schon ärger wie damals. Da war das ja so, als ich da anfangen wollte, ne, als ich meinen Beruf, also als Geselle mich, als ich das beendet habe, habe ich ja gesucht, in so einen Beruf reinzukommen, ne? Weißt du, da kamst du an, hast dich vorgestellt, dies, das, haben sie schon mal gesehen, ach, eine Frau, dann noch so zierlich, klein und zierlich, ne? Ich kann doch nichts anpacken, ne? Aber das war noch nicht mal das Problem, sondern die sanitärischen Anlagen, die hatten das gar nicht. Die waren dafür gar nicht ausgerüstet, weißt du? Und deswegen konnten sie keine Frau annehmen, weil sie dafür gar nicht ausgerüstet waren. Also war auch sehr schwer, in diesen Beruf reinzukommen. Heute sind sie besser ausgerüstet wie damals. Ja, deswegen bin ich nie da reingekommen. Genau, das war das Bild. Die haben in Wohnwagen gelebt oder so. Passt ja nicht in dieses Bild. Die Leute haben Angst gehabt, die sollten sich anpassen. Anpassen, anpassen, anpassen. Also letzten Endes mit diesem System, in diesem System funktionieren. Was ich mir wünschen würde, dass das irgendwann mal aufhört. Nicht nur für uns Zigeuner, sondern für unsere ganze Gesellschaft. Und wo muss man da anfangen? In den Schulen. Wenn man dieses Schulsystem sich richtig anguckt, das ist so veraltet, das funktioniert ja auch nicht. So, und dann deshalb bleiben ja viele, viele, viele auf die Strecke. Viele kluge Kinder, die wirklich Talente haben. So, nur ein kleines Beispiel. Wir in der Schule, da hatten wir einen Musiklehrer, mein Cousin, die zwei, so, die konnten schon Gitarre spielen. Wir haben schon eine Band gehabt. Und dann in der Schule haben wir immer eine Karnevalssitzung gemacht. Und wir waren die Karnevalsband. Wir haben immer die Sänger begleitet, wir haben die Tusch gemacht, wir haben die Büttenrede begleitet. So, wir waren die Karnevals. Ich habe damals Klavier gespielt noch. Dann Musikunterricht. Da kam der Musiklehrer. Der wollte dann
nach Noten machen und dann immer so ein Ton, zwei Ton. Und mein Bruder, der ist total unmusikalisch, der hat das alles aufgeschrieben, hat alles mitgemacht. Und da stand ein Klavier, dann mussten sie aufpassen, wir haben dann Klavier, ich habe Klavier, die haben Klavier. Dass der Lehrer kommt, wir durften das nicht, da mussten wir aufhören und der hat dann seine Stunde. Wir waren so gelangweilt. So. Ende vom Lied, der hat uns, den beiden Gitarristen, mir, hat er jeden 5 gegeben. Und mein Bruder, dem hat er dann eine 3 gegeben, weil der das alles mitgemacht hat. Da kam unser Klassenlehrer, hat gesagt, das geht nicht. Die spielen, das ist die Band. Wie kannst du? So, und dann haben sie uns 2 Stufen, die durften dann keine 2 geben, weil das war dann zu viel. Da haben wir jeder in Musikunterricht eine 3 gekriegt. Das muss man sich mal. So, aber das ist dieses System. Der ist nach diesem System. Und dann, die funktionieren nicht, die machen das nicht mit. Also kriegen sie eine 5. Von seiner Sicht sogar korrekt gehandelt. So, aber wenn du das richtig siehst, der hätte uns ja auch fördern können. Und jetzt machen wir Konzerte und spielen auf der ganzen Welt. Was geht da, was läuft da verkehrt, Frage. Und das, wenn du durch Schulen gehst, dann sind keine Einzelfälle. Die sind in der Schule, sind dann Idioten oder werden gar nicht wahrgenommen. Und gehen von der Schule ab ohne Abschluss, ohne alles. Die verlieren auch die Lust als Kind oder als junger Mensch verlierst du dann irgendwann auch die Lust. Du willst auch ernst genommen werden, du willst einen Respekt haben, auch als auch junger. So. Und dann gehst du natürlich von der Schule mit ohne alles. So, und dann? So. Und dann bauen sie aber trotzdem was auf. Dann muss man doch so sagen, das System ist verkehrt. Das ist nicht angepasst an die Menschen. Der Schutz nationaler, ethnischer Minderheiten ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, denn sie stellt Alternativen zur modernen westlichen Lebensweise und deren Problemfelder dar. Es geht um die Akzeptanz, um den Schutz bestimmter, bewährter, traditioneller und oft nachhaltiger Werte. Wir glauben, diese Vielfalt ist erhaltenswert.